Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Fertigkeitspunkte an, die wir gerade bekommen haben. 10 Stück an der Zahl. Auf was gehen wir denn mal am besten? Ich würde sagen, wir gehen nochmal 2 Punkte auf das Hacken mit, weil es jetzt schon ganz paar Truhen gab, in die wir nicht reingekommen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an der Heckenfertigkeit lag oder ob wir zu wenig Dietriche hatten. Da müssen wir uns später nochmal ein bisschen schlauer machen. Ansonsten gehen wir jetzt auch mal noch ein bisschen auf den Fernkampf. Den haben wir bis jetzt komplett vernachlässigt. Ausweichen, blocken, habe ich bis jetzt absolut noch nicht gebraucht. Momentan sind die Gegner noch alle. Ich kann einfach reinrennen und rummetzeln. Ich denke mal, das wird sich auch noch ändern, aber solange das noch nicht der Fall ist, lassen wir das erstmal außen vor. Und dann gehen wir hier mal noch ein bisschen auf die Technik. Ihr wisst, bei Technikfragen. Technikfragen. Zeitdilatation, Trefferzonen. Du hast Trefferzoneneffekte für die taktische Zeitdilatation freigeschaltet. Yay! Treffer an verschiedenen Körperzonen in der TZD verstümmeln oder verkrüppeln diese Körperteile. Probiere unterschiedliche Zonen, um die verschiedenen Effekte zu erfahren. Brusttreffer verursachen je nach Waffe unterschiedliche Effekte. Alles klar. Klingt interessant. So, wir waren gerade eben bei dem guten Ludwig, haben uns das Geld noch abgeholt für den Silas und ihm mitgeteilt, dass der Roboter-Spion am Arsch ist. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt die Quest endlich abschließen und uns ein bisschen mehr um die Story-Mission kümmern, dass wir hier auch mal ein bisschen vorankommen. Falls mir denn... Ach ja. Ganz schön viele von den kleinen Viechern hier. Da drüben ist er. Hat mal die Seite gewechselt. Something I can do for you? Wegen den Gebühren. You run into any trouble? Nö, alles erledigt, mein Guter. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Na, krieg ich hier auch noch irgendwie Kohle? Hallo? Then I'll buy you a drink sometime. Vergiss es. Bits möchte ich haben. Gib mir Bits. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Bitte ein Bits. Abernethy wollte seine Krankheit verheimlichen. Abernethy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Genau, deshalb hast du mich doch geschickt, um seine Schulden einzutreiben. Oder? Nö, wir sagen ihm, dass er dachte, dass er es weiß. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernethy. He was at the top of my list, you see? Dann war's das erstmal. So, wir haben die Quest endlich abgeschlossen. Dein Ruf bei einer Fraktion hat sich verändert. Wenn dir Leute übel gesonnen sind, aber dein Ruf nicht bei Sichtkontakt töten ist, verschwinde für ein paar Tage. Bei Sichtkontakt töten, das ist doch ein schöner Ruf, ne? Bin mal gespannt, was uns hier alles noch erwartet. Wenn auf einmal so eine ganze Stadt gegen uns ist. Finest Cigarettes in Helicon. Alles klar. So, jetzt sind wir wieder im tristen Edgewater. Und machen uns jetzt mal auf den Weg zum Reed. Ich bin mir relativ sicher, dass er uns nicht einfach so einen Energieregulator geben wird. Von daher müssen wir wahrscheinlich wieder 8 Millionen Quests ausführen. Bevor wir den bekommen, lassen wir uns überraschen. So, einmal in den Aufzug. Oh yeah. Kleiner Aufzug-Dance. Mach ich im Real Life auch immer so. Und sobald die Tür aufgeht, bin ich wieder der seriöse Mensch. Monkey Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook Saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting Saltuna of a certain size. We're filling the cans with... well, not fish. Aha. Also essen wir auf jeden Fall die Saltuna-Dosen nicht. Wer weiß, was da drin ist. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up.
I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Ja, hat doch was gesagt. Bist denn du für ein Spinner? Bist du Reed? Man hat mir gesagt, ich solle mit dir reden. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Weil ich nicht für dich arbeite. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Scheint ja nicht so beliebt zu sein hier. Mein Schiff muss repariert werden. Ich brauche einen Energieregulator. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Raus mit der Sprache. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power is shut down, you can have their regulator and be along on your way. Na, das klingt doch ganz gut. Was genau meinst du mit größtenteils verlassen? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ich glaube nicht, dass die sonderlich erfreut sein werden. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters. Former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Das ist natürlich witzig, aber er möchte ja, dass sie wieder hier arbeiten, deswegen wird das wahrscheinlich die falsche Antwort sein. Wir fragen ihn einfach, was wir machen sollen. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. And that it's time her band of deserters came back to town. Ja, das können wir doch machen, oder? My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Ja, nehmen wir sie mit, oder? Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Lass uns losmachen. Begleiter, du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die dir auf deinen Abenteuern beistehen und auf viele Arten helfen können. Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht, ihre Fertigkeiten verbessern deine Fertigkeiten, sie erhöhen die Tragekapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiter-Kampffähigkeiten freischalten und so weiter und so fort. Alles klar. Hallo Pavadi, freut mich, dass du am Start bist. Siehst ein bisschen müde aus. Zu viel gearbeitet. So, machen wir uns. Hey, Mister, can we talk? Sorry. Let's talk when you're free. Hätten wir sie nicht mitgenommen. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just. Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Geht es etwa um die Deserteure? Von welcher anderen Seite sprichst du? To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Kann es niemanden verübeln, von hier wegzuwollen? Die Stadt hat ihre Probleme. Ja, das würde ich aber auch mal ganz klar denken. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big spacer's choice family, but
Every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Ja, könnte wohl nicht schaden, oder? Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Ist okay, kleine Maus. Sie hat ihre Bedenken. Sagt die was, wenn wir stehlen? Also verpetzt die uns? Pavadi? Bist du eine Petze? Anscheinend nicht. Sehr gut. So, wir sollen zu irgendeinem Vicar Marx. Genau, so hieß er. Vicar Marx. So, dann machen wir mal zu ihm. Fragen ihn mal, was er von der ganzen Geschichte hält. Ah, die Spiegelung sieht schon geil aus hier. Kleine Sonne. Wenn man mal guckt, was hier für Planeten eigentlich drumrum sind. Ist die Sonne doch schon ganz schön klein. So, beziehungsweise weit entfernt. Was ist das für ein schönes Gebäude hier? Oh, es sieht religiös aus. I've always felt weird in here. It's too clean. Ist doch schön, wenn es sauber ist. Aber Parvati mag's dreckig. Uhu. Da ist er. Ist doch bestimmt hier der Priester von der Hütte. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Nö, eigentlich gar nichts davon. Oh, wir schieben alles auf Parvati. Die wollte mit ihm reden. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Vielleicht hat sie auch nur einsilbige Wörter gelernt, ja? War eine schlechte Grundschule. Nicht immer so eine Vorurteile, mein Guter. So, wir sollen den Deserteuren von Adelaide den Strom abschalten. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Ja, frag mal, was uns rät. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Naja. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Ich war schon draußen, hat mich nicht beeindruckt. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. Und die nächste Nebenquest. Ich liebe es. Na gut, dann sagen wir mal, bei Geld, bitte ein paar Bits. Da können wir nur zuhören. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Ich werde nach deinem Buch suchen. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here.